Frohes neues Jahr hier bei Angesagt. Ja, wir haben uns schon lange nicht gesehen, aber jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder unterwegs gewesen und haben geguckt, was im Sendegebiet so los ist. So, und anfangen möchte ich mit Kloppenburg. Und zwar das Theaterforum Kloppenburg bietet wieder was an. Und zwar Head Cinema. Ja, aus Italien kommt das professionelle Entertainer-Duo Isabella und Guido oder eben Dis-Guido als Wortspiel. Ihr Stück Head Cinema ist eine musikalische Choreografie mit großer Kinomagie, Comedy, Varieté und Zauberkunst und so weiter. Im Jahr 2013 erhielten die beiden Künstler in Paris den Mondrak d'Or, den Oscar der Magie, den vorher schon Siegfried und Roy, wer kennt die nicht, und David Copperfield erhielten. Ja, und natürlich wollt ihr wissen, wann und wo das stattfindet. Und zwar am Dienstag, den 7. März 2017 um 20.15 Uhr im Kulturbahnhof. Eintrittspreis 18 Euro und für Schüler und Studierende 10 Euro. Ja, und hier etwas von dem Kulturring Diepholz. Und zwar wird da ein Theaterstück aufgeführt mit dem Titel Terror. Ja, und das lese ich mal vor. Passt auf. Am 26. Mai 2013 erhält der Kampfjet-Pilot Lars Koch den Befehl, einen vollbesetzten, von Terroristen gekaperten Airbus vom Kurs abzudrängen. Ziel der Terroristen ist es, das Flugzeug in die ausverkaufte Münchner Allianz Arena stürzen zu lassen, in der 70.000 Zuschauer dem Länderspiel Deutschland-England entgegenfiebern. Als Kochs Versuch misslingt, entscheidet er sich eigenmächtig, das Passagierflugzeug abzuschießen, um die Fußballfans zu retten. Alle 164 Airbus-Insassen sterben. Der Major der Bundeswehr wird wegen 164-fachen Mordes angeklagt. Vor Gericht geht es um die grundsätzlichen Fragen: War dies eine militärische Aktion? Wer trägt die Verantwortung? Darf Leben gegen Leben abgewogen werden? Gute Frage. Tja, das Ganze findet statt am Dienstag, den 24. Januar 2017 im Theater Diepholz und Beginn ist um 20 Uhr. Die Einzelkarte kostet 22 Euro. Hier was aus Vechta, ganz speziell vom Gulfhaus. Und zwar, da fällt mir nur ein: Ice cream, you scream, everybody wants ice cream, oh rock, oh rock my baby roll, oh yeah, ah ja, ja, ja. Jazz for Fun ist im Gulfhaus, ja. Nette Jungs, eine tolle Band, immer schwungvoll beisammen. Und zwar am Samstag, den 21. Januar 2017. Ich nehme mal an, das fängt um 20 Uhr an. Amoris Laetitia, über die Liebe in der Familie. Pater Manfred Kollig als Referent. Ich lese mal ein bisschen was vor. Papst Franziskus greift in seiner nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia zentrale Aspekte zur gegenwärtigen Situation von Ehe und Familie auf. Dabei verliert er keineswegs einen realistischen Blick auf die Lebenswirklichkeiten. Tja, auf Einladung des bischöflich-münsterschen Offizierlats und der katholischen Akademie Stapelfeld spricht am 19. Januar Pater Manfred Kollig in Stapelfeld über die Bedeutung von Amoris Laetitia für die pastorale Arbeit. Tja, es gibt eine Jubiläums-Schafschuhe auf der Pestrupper Heide. Und zwar die 10. öffentliche Schafschuhe ist da geplant. Ich lese mal vor. 2017 wird ein besonderes Jahr für das Pestrupper Gräberfeld. Da sich die öffentliche Schafschuhe als Publikumsmagnet zum 10. Mal jährt, will das zuständige Forstamt Ahlhorn informative Kurzführungen und mehr Aktionen anbieten. So wird Archäologin Dr. Svea Mahlstedt vom Förderverein Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen auf einen kleinen Gang in das Gebiet, in die 3000-jährige Geschichte des im nördlichen Mitteleuropa einmaligen Gebiets gewähren. Die Jubiläumsschafschuhe ist für den 28. Mai 2017 geplant. Ist noch ein bisschen hin, aber sie kommt. Eine Nachricht aus Oldenburg, und zwar die Kinderbibliothek am PFL Peterstraße 1 bietet von Januar bis März 2017 verschiedene kostenfreie Veranstaltungen für Kinder an.
Ich lese mal eine vor. Bei den Bücherzwergen für 2- bis 3-jährige Kinder erzählt Ruven Huwald eine kurze Geschichte. Dazu wird gesungen, geklatscht oder gespielt. Das klingt doch nett. Die Bücherzwerge finden jeweils mittwochs um 10 Uhr und um 15.30 Uhr am 18. Januar, 15. Februar und 22. März statt. Darüber hinaus sind dann noch einige andere Aktionen geplant. Ja, es gibt wieder eine Motorradshow in Oldenburg in den Weser-Ems-Hallen. Und hier ist die Ankündigung. Am 4. und 5. Februar findet in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg zum 21. Mal wieder der legendäre Treffpunkt für alle zweiradbegeisterten Menschen der Weser-Ems-Region statt. Gezeigt werden Motorräder, Tracks, Quads und Scooter. Verkauft werden Produkte und Dienstleistungen rund um das Zweirad. Ja, also am 4. und 5. Februar ab in die Weser-Ems-Hallen. Ja, und ein besonderes Wirtschaftsmagazin ist wieder fertig, und zwar Argumente 2017 ist ab sofort im Handel. Die 10. Ausgabe des Wirtschaftsmagazins vom Verbund Oldenburger Münsterland. Und jetzt wieder der Osnabrücker Blog, und zwar Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Wer kennt das nicht? Der diesjährige Regionalwettbewerb Jugend musiziert für die Stadt Osnabrück und den südlichen Landkreis findet am Sonntag, den 22. Januar, in der Städtischen Musik- und Kunstschule Osnabrück in der Caprivi-Straße 1 statt. Die Wertungsspiele beginnen um 10 Uhr und sind öffentlich. So, einmal das. Literarische Mittagspause in der Stadtbibliothek. Die schönsten Mondgeschichten. Das klingt ja lustig. Im Winter bieten die langen Nächte viele Gelegenheiten, einen Himmelskörper zu betrachten, der seit jeher die Menschheit fasziniert. Und zwar der Mond. Am Dienstag, den 24. Januar um 12.30 Uhr liest Michael Meyer-Spinner, Lektor für Belletristik in der Stadtbibliothek, aus dem Buch Mond. Geschichten aus aller Welt von Christine Brandt. Schöne, schräge und fantastische Geschichten über den Mond für alle, die nicht verlernt haben, nachts staunend in den Mond zu schauen. Ja, das war doch schön. Dann gibt es hier was für Kinder, und zwar Acrylmalerei und klassisches Zeichnen im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße. Für Kinder ab 10 Jahren bieten sich im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße vom 19. Januar bis 23. März parallel gleich zwei Möglichkeiten, kreativ zu sein. Mit Acrylfarben können Städte, Landschaften, Urlaubsbilder oder Unterwasserwelten auf Leinwände gemalt werden. Wer nicht auf Leinwand malen möchte, kann am Zeichenunterricht teilnehmen, der parallel angeboten wird. Beide Kurse finden jeweils donnerstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Kosten betragen 30 Euro und 2 Euro für die Leinwand. So, ein noch. Ja, klar, aus Osnabrück, aber es gibt die Skulpturprojekte Münster 2017. Und zwar wird das Projekt von Alexandra Pirici vorgestellt. Und da gibt es dann Vorträge von Marianne Wagner und Clara Knapp. Das ist das Team der Skulpturprojekte Münster 2017. Jetzt wollt ihr wissen, wann und wo. Und zwar Donnerstag, den 19. Januar 2017 um 19 Uhr in der Kunsthalle Osnabrück. Ja, und das war schon wieder der Osnabrücker Blog. Ja, Götz Alsmann kommt nach Vechta. Unter dem Titel Götz Alsmann jatzt auf Italienisch. Toll! Musikalisch gilt es in diesem Jahr nicht nur den 250. Geburtstag von Andreas Romberg zu feiern, auch ein zweifacher Echo-Preisträger kommt in die Stadt, heißt es hier. Und das ist Götz Alsmann. Junge, Junge. Ein besonderer Aufführungsort, wie gemacht für besondere Künstler. Das ist der Innenhof des Frauengefängnisses JVA in Vechta. Am 8. Juni, jetzt wisst ihr das, am 8. Juni, das ist ein Donnerstag, betritt dort Götz Alsmann das Rampenlicht um 20 Uhr. Mit dabei hat er, wie die Stadt Vechta mitteilte, seine Band. Ja, und ein Gospelchor kommt in die Kirche Maria Frieden. Ich lese mal vor. Citadel Voices singen in Kirche.
Der Gospelchor der Kreismusikschule Vechta, Citadel Voices, wird am 28. Januar, das ist ein Samstag, sein Winterkonzert unter der Leitung von Peter Uhlig in der Kirche Maria Frieden in Vechta singen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ja, wenn ihr auf Bluesrock steht, dann habe ich hier was für euch, und zwar die Groovebreaker rocken im Kulturbahnhof Neunkirchen-Vörden. Ich lese mal vor, die Groovebreaker sind am 21. Januar, das ist ein Samstag, jetzt wisst ihr das auch, zu Gast im Kulturbahnhof Neunkirchen-Vörden. Das Konzert beginnt laut Mitteilung um 20 Uhr. Noch ein bisschen Musik, Thick as a Brick. Ja, das war ein LP von Jethro Tull. Und die Band, die sich so genannt hat, die spielen im Gulfhaus. Das ist die einzige deutsche Jethro Tull Coverband und die macht Station in Vechta. Ich lese mal vor, die Coverband Thick as a Brick ist am 28. Januar, das ist ein Samstag, im Gulfhaus Vechta zu Gast. Die Musiker aus Trier haben sich dem Werk der Band Jethro Tull verschrieben und sich nach deren Konzeptalbum benannt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Und hier noch eine Meldung aus Cloppenburg. Und zwar die 12 Tenöre feiern in der Stadthalle Cloppenburg ihr Jubiläum. Sie kommen wieder mit ihrer großen Jubiläumstour. Am 2. Februar, das ist ein Donnerstag, zeigen die 12 Tenors von 20 Uhr an ihre neue Show in der Stadthalle in Cloppenburg. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was machen die denn überhaupt alle so? Also, da kommen klassische Arien, Pophymnen, Rockklassiker und in ihrer neuen Show performen die 12 Tenöre, also the 12 Tenors, die größten Hits aller Zeiten. So, ich fange jetzt mal ganz mysteriös an. Sie verkörpern die Generation der Liedermacher 2.0 aufs Vortrefflichste. Die beiden Oldenburger Simon und Jan. Das musikalische Kabarettduo kommt mit dem neuen Programm Halleluja am Sonntag, den 15. Januar von 20 Uhr ins Gulfhaus Vechta. Den beiden eilt der Ruf voraus, als neue Shootingstars der Kabarettszene zu gelten. Toll! Noch eine Meldung aus Cloppenburg, und zwar der Vorverkauf der Eintrittskarten für die neuen Veranstaltungen im Cloppenburger Kulturbahnhof ist angelaufen. Beginn ist immer um 20.15 Uhr, damit ihr das schon mal wisst. Mit unterhaltsamen Kabarett- und Theaterabenden startet das Theaterforum Cloppenburg ins Jahr 2017. Und dann wird natürlich viel aufgeführt, aber ich lese mal eins vor. Das Kabarettduo Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie präsentiert am 2. Februar, das ist ein Donnerstag, sein neues Programm Paradiesseits. Ja, hier eine Meldung aus Goldenstedt. Die Mehrzweckhalle an der Marienschule Goldenstedt verwandelt sich am 3. Februar in eine Musical-Arena. Und zwar Merci Udo heißt es ab 20 Uhr. Das Publikum erwartet laut Kulturkreis Goldenstedt eine Hommage an Udo Jürgens. Peter Wölke und seine Band präsentieren die Show. Ja, Oldenburg hat was zu bieten und Fisbeck fährt hin, könnte man das so sagen. Ja, pass auf, es gibt die Highlights zum Jahresbeginn. Klassik trifft Pop in Oldenburg, und da lädt der Kulturkreis Fisbeck am 10. Februar zur Fahrt in die EWE Arena ein. Und zwar, ich lese mal vor, seit 8 Jahren ist die Veranstaltung in Oldenburg das Highlight zum jeweiligen Jahresbeginn. Klassik meets Pop. Der Kulturkreis Fisbeck bietet für den 10. Februar eine Fahrt zu dieser Show in die EWE Arena in Oldenburg an. In der rund 2,5-stündigen Show gibt es ein gutes Dutzend Auftritte von Künstlern, Bands, Chor und Orchester, die die ganze Bandbreite der Musik präsentieren, von der Klassik bis zum Pop. Ja, und jetzt noch wieder was für die Klassiker unter euch. Himmlische Nacht der Tenöre, das klingt ja wirklich sagenumwoben. In die klassische Welt der Oper entführt am 4. Februar von 20 Uhr an die Himmlische Nacht der Tenöre das Publikum in der St. Johanneskirche in Oldenburg. 3 Tenöre, ein Streichensemble und ein Klavier. Mehr braucht es nicht, um als kleines Klassikkonzert einen Querschnitt durch die große Welt der Oper zu präsentieren. Tickets im Vorverkauf 27,50 Euro bei allen bekannten Stellen. Ja,
Und das war's schon wieder von uns. Und wenn ihr eine Veranstaltung habt, dann meldet euch unter 70700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Hallo liebe Freunde der OV. Sie sind heute zu Gast auf dem Betrieb der Familie Pund. Wir haben uns in den letzten Jahren spezialisiert auf die Schweinehaltung. Wir befinden uns hier in dem Bereich Deck- und Wartebereich, wo die Sauen nach dem Absetzen hinkommen, besamt werden und dann bis zur Abferkelung hier verbleiben. Und wozu der Eber? Damit die Rausche bei den Sauen stimuliert wird, lässt man den Eber mehrmals am Tag vor den Sauen entlang laufen, damit sie Kontakt zu dem Eber bekommen. Die eigentliche Besamung läuft natürlich zu 95-98% über die künstliche Besamung. Der Eber ist eher der Animateur und für die Wochenendarbeit zuständig, wenn man keinen Samen lieferbar ist. Wie viele Sauen habt ihr insgesamt? Zurzeit befinden sich hier in dem Stall etwa 150 Sauen. Sie werden in Gruppen gehalten, sodass alle drei Wochen eine Gruppe abferkelt. Die Tragezeit bei den Sauen beträgt etwa 114 Tage. Dann, wenn sie abferkeln, bleiben sie etwa vier Wochen bei den Ferkeln. Aber den Bereich gucken wir uns jetzt als nächstes an. Etwa eine Woche vor dem berechneten Abferkeltermin kommen die Sauen hier rein, ferkeln dann ab. Wir sehen hier Ferkel, die etwa eine Woche alt sind. Da so kleine Ferkel einen ziemlichen Wärmebedarf haben, werden noch zusätzlich in den ersten zwei Wochen diese Infrarotlampen aufgehängt. Obwohl diese Platten, die dort sind, diese Aluplatten, werden mit warmem Wasser beheizt. Das heißt, wenn die Ferkel ihre Schlafphase haben, liegen sie schön aneinander gereiht auf diesen Platten. Die haben eine Temperatur von 36, 38 Grad, sodass insgesamt die Raumtemperatur mit 20 Grad deutlich niedriger gehalten werden kann. Und was bekommen die Tiere zu fressen? Gefüttert werden die Sauen hier mit einem Fertigfutter, einem Trockenfutter. Da die Sauen für die Milchleistung eine ziemliche Futtermenge benötigen, werden sie dreimal am Tag gefüttert. Zweimal vormittags, einmal nachmittags. Die Ferkel werden ab etwa 10 Tagen in diesen kleinen Automaten, die hier vorne stehen, zugefüttert. Dort haben sie auch eine Tränkemöglichkeit. Zusätzlich ist vorne beim Kopf der Sau noch eine Tränke, sodass sie jederzeit Zugang zu Trinkwasser haben. Als Spielmaterial hängt noch so ein Plastikblock da. Einige benutzen es, einige nicht. Nachdem die Ferkel von den Sauen getrennt wurden, blieben sie ja noch eine Woche da hinten in der Abferkelbucht. Danach kommen sie hierher, werden nach Größe sortiert. Diese sind etwa schon sieben Wochen hier, wiegen so um die 25 Kilo und kommen in Kürze dann in den Mastall. Gefüttert werden sie hier ebenfalls mit Trockenfutter aus diesen Automaten. Beheizt wird das Ganze hier mit diesen Platten da an der Wand mit warmem Wasser. Moin. Moin. Ja, ich meine, draußen ist noch irgendwie noch was.
Wasser drauf. Ja. Traurig! Peter, komm! Ja, ja. Ja. Ja, unsere Überraschungsgäste, die wir damals hatten, waren auch interessant, wenn Sie sich noch erinnern, wie Dr. Guido Westerwelle, Henning Scherf, der ungefähr eine Stunde brauchte vom Jugend- und Freizeitzentrum zum Dümmer. Er hatte fast jede Oma geknuddelt, die hier vorbeikam. Waren also interessante Gäste, auch wie David McAllister. Ja, leider mussten wir die Eiswette so ein bisschen verkleinern 2012 aus naturschutzrechtlichen Gründen. Und auch aus dem Bereich des Wetters ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wird es nun so ein schönes Wetter sein, wie wir es heute jetzt hier haben. Deswegen ist es immer ganz schwierig für uns, dies zu kalkulieren. Ja, von uns also nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die neue Grünkohlmajestät, an Henry Meyer Nordhofe. Du hast es verdient. Ich denke mal, dass du wirst auch die Kette in Ehren tragen, das eine Jahr. Wir haben festgelegte Regeln für unsere Eiswette, die immer am zweiten Wochenende im Januar an gleichen Orte stattfinden. Bedingung ist, dass wir einen Waldsack haben anstatt eines Überraschungsgastes mit genau 75 Kilogramm. Wir haben auch allerdings keinen Überraschungsgast mehr gefunden, der unter 75 Kilogramm wiegt. Da war auch noch unsere Schwierigkeit dabei. Dieser Salzsack, dieser Blutesack, muss in diesem 1 Quadratmeter Quader eine Minute aushalten. Entweder, wenn er versagt, ist die Wette verloren, dann galt die immer. Wenn er eine Minute hält, dafür haben wir unseren hochoffiziellen Rechtsanwalt und Notar Wilhelm Beckmann aus Steinfeld, das war jetzt ein Werbeblock. Wilhelm, ich hoffe, ich tue das mal. Den Trecker zu versenken. Nein, den Salzsack. Dass er jetzt die Zeit nimmt. Jetzt rüber. Ja, also nach einer Minute konnten wir feststellen, dass der 75 Kilo Sack nicht mehr am Seil hängt, sondern richtig auf dem Eis aufgelegen hat. Die Wette gilt damit als erfüllt, insofern als der Dümmer steigt. Die Wassertemperatur ist auch exakt 0 Grad. Ja, mehr messen kann ich nicht. Die Eisdicke konnte ich jetzt von hier oben nicht mehr feststellen. Aber wenn er 75 Kilo trägt, dann trägt er auch noch andere Sachen. Also die Straße am Anfang war 10 Meter. Ich habe gesagt Stein, aber ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht.